Ja, wir haben die 5. Fachtagung zum Thema Personalmanagement. Heute Willkommenskultur. Aktuelles Thema. Brandheiß natürlich für ein Land wie Thüringen. Die Unternehmen müssen sich darauf einstellen, dass sie dem demografischen Wandel unterlegen sind. Fachkräfte sind rar. Sie müssen also auch ins Ausland gehen. Das ist gerade für kleine und mittelständische Unternehmen schwierig. Sie brauchen also insbesondere praktische Tipps. Die finden Sie hier. Sie können also mit Kollegen darüber reden, wie seid ihr ins Ausland gegangen, wie habt ihr die Ansprache gemacht und insbesondere, wie müsst ihr euch kümmern um die ausländischen Fachkräfte, weil einfach nur anstellen und einen Arbeitsvertrag unterschreiben reicht nicht aus. Wir müssen ihnen eine Heimat bieten, wir müssen sie sozial einbinden und dieses ganze Programm von Willkommenskultur, was wir übrigens auch in unserem Welcome Center am Bahnhof zeigen, ist ganz wichtig. Also kann man heute und hier sehen, wie man die Theorie in die Praxis umsetzt und ich glaube, das gelingt uns. Ich sage nicht ohne Grund immer, dass wir einen wesentlich stärkeren Fokus darauf legen müssen, dass wir einerseits zwar richtigerweise die Arbeitsmarktvoraussetzungen schaffen müssen, damit ausländische Bürger sich dafür begeistern, hier ihr Geld zu verdienen, aber letztendlich, wie es Max Frisch schon gesagt hat, 1965 war das, wir riefen Arbeitskräfte und es kamen Menschen. Letztendlich kommt es auch auf das persönliche, auf das soziale Umfeld darauf an und das ist der Punkt, wo wir anknüpfen müssen. Das Welcome Center trat im Oktober letzten Jahres an uns heran mit der Bitte um einen Termin, um uns spanische Mitarbeiter vorzustellen, die in Thüringen gestrandet waren. Wir haben einen Termin gemacht, sind uns einig geworden. Mitarbeiter zu finden ist für uns ein schwieriges Unterfangen. Das heißt, die Bewerberzahlen und die Qualität der Bewerber geht immer weiter zurück, sodass wir froh waren, dass das Welcome Center uns diese Möglichkeit geboten hat, dort Fachkräfte zu gewinnen. Wir haben zusammen mit dem Welcome Center 4 Mitarbeiter eingestellt, die wir dann mit dem Welcome Center untergebracht haben. Wir haben Wohnungen gesucht, wir haben sie in Sprachkurse integriert. Sie haben bei uns zur Probe gearbeitet, wo jetzt zum Schluss mit dem neuen Lehrjahr 2 Kollegen nochmal ihre Ausbildung in den Betrieben angefangen haben. Als mittelständisches Unternehmen ohne eigene Personalabteilung hätten wir die Ressourcen gar nicht ausschöpfen können. Die ganzen Wege, was die Sprachkurse, der ganze bürokratische Dschungel, den es gibt, die Anträge für Fördergelder für Sprachkurse, die Integration, die ganzen Behördengänge, auch die Bewilligung zum Teil des Aufenthaltes und der Fördermaßnahmen hätten wir ohne das Welcome Center nicht bewerkstelligen können.